und damit willkommen zu Sonic Adventure DX Director's Cut. Entspricht dem Original vom Sega Dreamcast Sonic Adventure 1, ist ein Remake, minimal die Grafik verbessert, von 2003, erschien für den GameCube und auch für den PC. Und direkt mal im Endbosskampf, Chaos 0. Beziehungsweise Bosskampf, Endboss ist was anderes. Naja gut. Oh, hi. Das ist ein bisschen zu planschen. Können wir mit denen reden, oder? Ich fühle mich toll. Nichts ist so toll wie Schwimmbäder und Meeresstrände im Sommer. Steht aber nur so drin. Also, es steht 1:1. Zwischen Gut und Böse. Yeah, not bad. Weil Tails so eine Lusche war und hat den Chaos Emerald... Weiß nicht. Warum hat er den denn so getragen? Ihr habt's ja gesehen. Warum? Er bietet ihn regelrecht an. Jetzt kenne ich mich wieder aus, aber man muss irgendwas Bestimmtes machen, um den Chaos Emerald zu bekommen. Ich glaube, sehr viele Ringe haben oder sowas. Oh, ja, dann natürlich. Ja, so viel dazu. Ich hoffe einfach mal nicht, dass es daraus besteht, viele Ringe zu haben. Yay! So cool, Sonic kann 400, 500 bis zu 999 Ringe einfach so in die Hosentasche stecken, aber wenn wir da mal so einen kleinen, ja, Eiskaktus haben, dann geht's nicht. Ist ja klar. Und jetzt fällt einfach mal ein Stein, der seit über 5000 Jahre da steht, oder seit über 80 Millionen Jahre da steht, der fällt einfach mal jetzt so, jetzt in dem Moment auseinander. Hey, nicht da stehen lassen. Ja, und die Eiszapfen, die hier seit 8 Milliarden Jahren stehen, die fallen jetzt runter. Na klar. Wusstet ihr, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber die Story von Big, einem der Charaktere, besteht einfach nur aus Angeln. Der angelt und das ist halt, ja, er angelt halt, ne? Deswegen ist er die ganze Zeit am Angeln und wenn er fertig ist mit dem Angeln, dann tut er wieder angeln und nichts anderes macht er. Wir haben ihn. Chuck. Und nochmal geköpft durch so ein Seeblatt. Ist auch voll kinderfreundlich, oder? Du kannst am Fahren teilnehmen, wenn du den gegnerischen Fahrer überwältigst. Natürlich. Die Kinder dann das nächste Mal auf der Freimesse, ne, auf dem Freimarkt. Den Fahrer überwältigen, natürlich. Was eine Einstellung. Oh, shoot! I'm lost Amy. I bet that robot hauled butt after her. I'd better catch her before it does. Hat sich so amüsiert, dass er Amy verloren hat. Na toll. Egal, ich gehe einfach mal lang und auf dass mich mein Gefühl richtig tragen möge. Klang das nicht poetisch? Nein. Und hier ist Techno-Mucke angesagt. Jetzt gerade nicht, wo ich den Power-Dingsbums mir geschnappt habe, aber hier läuft Techno-Mucke und das schockiert mich. Sieht ja aus wie bei Minecraft hier. Na gut, sehr schön, sehr schön. Hat jemand mal einen Eimer für mich, dass ich die Lava mitnehmen kann? Gut. Oh fuck, jetzt ändert sich das so hier. Na klar, hab sonst keine Probleme. Tails macht das Ganze noch rückwärts, natürlich. Noch schön veralbern, nach dem Motto, die Flasche. So. Toll. Ich glaube, hier haben sie einiges noch dran verbessert. In dem Level. Okay, das ist mit dem verbuggt. Lassen wir jetzt mal so stehen. Einer der anderen Charaktere, ich bin tot. So ein Schwachfug! Alles nochmal zurückspulen, ich habe nichts gesagt. Aber doch, grafisch ist es wirklich ansprechend. Auch hier die Gänge und der Boden. Ja, für... Das war hier eigentlich... In diesem Level sollte das nicht passieren. Aber gut. Okay, ja gut. Das ist ja kein Problem. Ich erinnere mich, das habe ich auch im Dunkeln geschafft. Um jetzt irgendwie prallen zu wollen. Falsche Taste und wir sind tot. Geil. Spaß mal ohne Licht. Ist auch lustig. Ich habe den Weg auswendig gekannt. Hey, sieht man doch alles. Was willst du denn? So hell genug. Dann bis zum nächsten Part, Freunde der Nacht. Also bis dann und ciao. Uff. Oh Gott.
Falsche Taste, wie ich das hasse. Was ist das hier für eine Party? Dafür, dass es eine Geheimbasis sein soll, hat er ganz schön viele Scheinwerfer an. Also, hallo. Was zur Hölle? Tschüss, Mann, tschüss, Mann, tschüss, Mann. Ui, und tschüss. Checkpoint gefällt mir nicht, ich will langsam das Ende und tschüss, Mann. Okay, schön, dass wir einen Checkpoint haben. Schön, dass ich jetzt am Ende... Ich bin ja wirklich am Ende. Okay, Leute, die Zeit neigt sich am Ende zu. Deswegen stürze ich mich im Abgrund und bis zum nächsten Mal. Warum habe ich das gemacht? Ich hätte gut. Und tschüss. Oh, oh, mich juckt es gerade, mich juckt es gerade. Und ihr wollt gar nicht wissen, wo. An der Nase. Wirklich wahr? Was, give up? Natürlich, Sonic sagt jetzt, I give up. Nimm mich in Gefangenschaft. Ich hab genug. Och, jetzt. Ahem, Hust. Noch zweimal. Pfeifmal. Also wir sehen, er hört hervorragend. Ja, plötzliches Abstürzen des Flugzeugs dürfte in etwa so beliebt sein wie Fußpilz. Also los geht ab. Winston, ein Schlüssel! Bedeutet das Design etwas? Ich glaube nicht, dass man bei dem Ding ein bisschen auf das Design geachtet hat. Und selbst wenn, dann ist es höchstwahrscheinlich von Karl Lagerfeld, so wie es aussieht. Naja. Naja. Du bist ja der logischste Gegner, den es gibt irgendwie. Tut mir leid, Knuckles. Er hat mich getötet. Und tschüss, Mann! Wer braucht schon Flügel? Flügel sind überbewertet. Vor allem bei Flugzeugen. Und jeder schwitzt irgendeinen Mist. Ich hatte in meinem Leben noch nie Angst. Gibt es jemanden oder irgendetwas, das mir Angst einflößt? Ich. Kein Problem, alles halb so wild. Wir müssen vor Sonic da sein. Nicht zuletzt wegen diesen Dingern. What the hell? Wo müssen wir eigentlich lang? Und wo ist Tails überhaupt? Da unten. Eggwalker! I'm not scared. I'm not scared. Also ich fasse mal zusammen, Tails hat die Hosen voll. Ach, so wird's gemacht, wenn das alles ist. Soll das alles sein, alles sein? Aber finde ich gut, dass wir hier einen Endbosskampf. Das sagt ihr mir jetzt! Jetzt, wo ich's rausgefunden habe, hey. Knuckles, ihr kennt den, der Echidna, der auf den Master Emerald aufpassen muss. Und wir legen einfach mal los. Okay, let's go. Schön, dass wir einer Meinung sind. Das sollten wir wohl nicht hin. Aber hier werden wir noch auf jemanden treffen, aber es scheint noch nicht der Zeitpunkt zu sein. Oder kriegen wir dich kaputt? Ich glaube nicht, oder? Ja, nee. Wenn Knuckles das kaputt machen würde, würde Sonic das auch kaputt vorfinden. Ihr müsst es so verstehen. Sonic hat es ja kaputt gemacht. Das muss alles schon stimmen und logisch sein. Aber wie gesagt, das wäre eigentlich unlogisch. Ich versuche mal, das Ding mitzunehmen. Ich glaube aber, das war nur für da hinten. Aber wir können ihn mitnehmen. Okay, dann scheiß auf die Logik. Es wird schon stimmen. Lol. Okay, es ist wirklich so. Okay. Hab ich vorhin Scheiße erzählt. Nimm dir drei Emeralds, als ob die hier so rumliegen würden. Okay, wir gucken erstmal so. Gut. Ich kann gar nicht runter. Oh doch, scheinbar doch. Okay, ich kann runter. So viel Stoff auf einmal. Wie Knuckles gar nicht checkt, dass das derselbe Altar ist, wie in der Vergangenheit, wo er eben noch war, mit Tikal. Ja, so ist das. Und der checkt gar nichts, ey. Und da hinten sehen wir schon die Basis. Sehr gut versteckt. Sieht aus wie, ja, eine Aneinanderreihung aller Dissen dieser Welt. Da ist Gamma. Der schläft bald ein beim Laufen. Knuckles ebenfalls.
Während Knuckles hier erstmal alles richtig machen muss. Nicht nur so halbe Sachen, gell? Aber das ist ja noch einfacher als mit... Okay, ich will nichts gesagt haben. Treffer 2. Den haben wir schnell down. Und ja, wir haben alle Stücke des Master Emeralds. Damit hätten wir eigentlich alle Level von Knuckles auch schon durch, ne? Das heißt, wir haben es so gut wie geschafft. Um nicht zu sagen, wir haben es geschafft. Da steht nur diese kleine, süße irgendwas im Weg. Amy! Wait! I give up. She's so weird. Habt ihr gesehen, wie Sonic gelaufen ist? Also er hat seine Füße standen still und er ist nach vorne gerutscht. Wie als wäre er auf Eis und jemand hätte ihn angestupst. Wie geil ist das denn? Der fragt, ob wir sie freilassen, also, ne? Und die Amy so, bist du sicher? Ey, da würde ich doch rennen, hey. Achso. So. Schön, da freue ich mich doch ohne Ende. Ich freue mich sowas von. Hä? What the hell? Okay. Egg. Scheint nicht zu... Achso, okay. Ja, mein Gott, ich werde wohl in der Lage sein, Eggman zu buchstabieren. So ein typisches Donkey Kong 64 oder Banjo-Kazooie-Rätsel ist das irgendwie. So ganz billig. Gib mir mein Puzzleteil. Das hier haben wir geöffnet, aber dahinter ist nur der Chao-Garten. Und im Chao-Garten befindet sich Gott. Achso, das ist meine Memory Card. Ach, das ist spielstandübergreifend. Also guck, den habe ich schon großgezogen, das ist Gott. So, weg mit Gott. Das ist rot? Ich sehe es nicht, Mann! Vor dem Eingangstor ist ein Altar. Dort befinden sich die 7 Emeralds. Mit Hilfe dieser 7 Emeralds werden all unsere Träume wahr. Shenlong, ich rufe dich. Okay. So in etwa. Ach, Amy, dumm wie Brot. Nur nicht so nahrhaft. Wer hätte es anders gedacht? Zero. Not you again. Ich muss selbstständiger werden! Wegrennen. Was mir gerade so auffällt, wir haben keine Ringe und wir sind jetzt tot. Weil wir in den Zaun gelaufen sind. Willkommen zurück zu Sonic Adventure DX! Nicht erschrecken, das ist nur Big. Big ist so dick! In der U-Bahn sitzt er neben jedem. Aber wir kriegen ihn, er kommt immer näher. Verdammt! Froggy flüchtet doch nur vor dir. Krasse Grafikfehler. So, darf ich jetzt mal was sagen? Ich fand es so interessant zu sehen, dass Amy sagt, erinnerst du dich an mich? Nein, wir haben uns doch eben erst vor 2 Minuten gesehen. Die wurden ja allesamt vom Schiff geworfen, also E-103, 4 und 5. Wir wollen sie jetzt zerstören, weil sie unsere Freunde sind. So, liegt doch auf der Hand. Ganz auf die leichte Schulter nehmen sollten wir sie nicht, aber wenn wir so machen... Ach doch, man kann sie auf die leichte Schulter nehmen. Da fällt der Kopf ab. Ah, sehr genial. Kamera-Fail. Created by Sonic Team, ihr habt's drauf. Presented by Sega. Original Game Copyright Say Sega. Ist jetzt gut. Yeah, 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 yeah. Und da sehen wir, wie sie wieder friedlich leben. Gut, Leute. Vielen Dank fürs Ansehen und bis zum nächsten Projekt und ciao. Ab durch die Gegner, ab durch die Items und ab in den Höllenschlund. Technomucke, weiter im nächsten Part. Mit dem Moonwalk hier. Bis dann und ciao.